Kennen Sie das nicht auch? Sie schmieren sich hungrigerweise früh um 2 ein Brot und dann, gerade als Sie es verspeisen wollen, passiert das Unglück. Alles ist auf den Tisch. Doch was macht man jetzt? Nun ist guter Rat teuer. Zuerst versucht man es natürlich mal mit der Hand. Aber das bringt nicht den gewünschten Erfolg. Was nun? Und auch handelsübliche Haushaltsmittel wie Orangensaft? Oder eine Scheibe frühreifer Gouda? Oder auch eine Scheibe spätreifer Gouda helfen hier nur bedingt. Der Alleshelfer Bier hilft hier zwar, aber am Schluss ist der Fleck immer noch da. Eine Radkappe deckt zwar auf den ersten Blick alles ab und peppt optisch auf, aber mit der Zeit nimmt sie auch sehr viel Platz in der Küche weg. Doch nach all dem Frust gibt es jetzt endlich wieder Grund zur Freude, denn wir haben etwas brandneues entwickelt. Den Lappen! Jawohl! Nur zweimal kurz drüber wischen und alles ist blitzerblank. Eine andere alltägliche Situation. Man spielt aus Langeweile ein bisschen mit dem Magic Messer und schon passiert das Manöver. Was nun? Da haben wir auch etwas brandneues. Geschwindigkeit. Und im Nu ist der Finger wieder heil. Guten Tag und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei der zweiten Ausgabe von TBT Home Shopping. Und auch heute haben wir wieder ein... Ja, danke, 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 danke. Und auch heute wieder ein atemberaubendes Angebot für Sie. Und zwar dieses Set. Bestehen aus dem Lappen und den Geschwindigkeitstaschentüchern. Hier noch einmal der Lappen. Und jetzt haben wir hier den Erfinder und Entwickler dieses tollen Lappens eingeladen, Hans-Jürgen Lappen. Ich begrüße Sie. Danke, danke, Herr Professor. Erzählen Sie uns doch etwas über dieses atemberaubende Produkt. Ja. Ich finde, wir haben alle immer Probleme gehabt mit Flecken, insbesondere Pickeln oder auch Vogelschiss auf dem Auto. Ich probieren. Können Sie mal machen? Sehen Sie, wie blitzblank der ist? Der war vorher sauber und er ist immer noch sauber. Ist das nicht unglaublich? Und die Todesfalle Staub lauert überall? Überall. Was ist das? Der letzte ist, dass meine Oma dran gestorben. Kein Beileid. Schade. Und Sie fragen sich jetzt natürlich, woraus ist das gemacht? Das ist doch Hightech. Ja, nach 5 Jahren Forschung sind wir endlich auf das Erfolgsgeheimnis gekommen. Wir nehmen Baumwolle, alte poröse Schnürsenkel. Und jetzt kommt der Clou. Sie fragen sich immer, wo gehen die alten Haare aus dem Friseur immer hin? Hier sind sie hineingeflochten. Diese alten grauen Oma-Haare, die sind so saugfähig. Also, damit haben wir schon ganze Schwimmbäder leer gepumpt mit einem einzigen Lappen. Mit einem Lappen? Stellen Sie sich das mal vor, ist das nicht unglaublich? Ja. Das ist unglaublich. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie kommt man auf ein so sagenhaftes Design wie dieses? Wo kommen diese Elefantenärsche her? Ich war letztens in Eckarts. Und da ist mir zufällig einer dieser Dickhäuter über den Weg gelaufen. Und ich mir gedacht, Elefantenbobs, das ist doch ganz ansehnlich. Das wollen doch die Kunden haben. Weiß ich das nicht gern. Und wir haben uns gesagt, unser Lappen, der muss nicht nur funktionieren, der muss auch was fürs Auge sein. Und soll ich Ihnen was sagen? Vom Putzen können Sie dann ganz einfach auf die Party gehen und hier ordentlich mit Ihrem Elefantenbobs in der Brusttasche angehen. Können Sie gleich mal gucken. Dabei vielleicht auch nochmal auf der Party... Sieht doch perfekt aus. Vielleicht auch auf der Party ein bisschen putzen oder so. Ja. Wer sieht das nicht gerne? Oder auch was verputzen. Oder so. Egal. Und dann, ich habe mir gesagt, Mensch, Hans-Jürgen, Lappen, alleine, der fühlt sich nicht wohl. Der ist aber gut. Noch was. Ist aber schon gut. Der langt schon. Das gibt's ja anderswo. Ähnliches Billigprodukt. Nochmal ganz kurz, stopp, ganz kurz, stopp. Wir hatten noch 0 Lappen verkauft bis jetzt. Sie kriegen also garantiert noch dieses eine Exemplar. Mehr gibt es auch nicht. Als diesen einen Lappen. Also bitte beeilen Sie sich, wir sind ständig versucht, in der Produktion nachzukommen, aber es wird noch, wenn Sie jetzt nicht diesen Lappen erkaufen, müssen Sie mit ungefähr 10, 20 Jahren Wartezeit rechnen, aber es lohnt sich. Und dann kommt ein Trabi mit dazu. Ja. Das ist doch auch was. Und sogar ein Pfund Bananen. Und hier habe ich mir gedacht,
Jetzt alles neu. Geschwindigkeit. Was? Das ist praktisch der Lappen im Taschenformat. Der Lappen im Taschenformat? Ja. Sagenhaft. Sie brauchen sich auch nicht mal mehr zu rasieren. Einfach mit Geschwindigkeit drüber und kahl sind Sie. Das ist aber eine tolle Verpackung, muss ich sagen. Ja. Einfach zum Aufmachen. Sie ist windschnittig, bis 500 Grad haltbar. Und 10 Stück sind in so einer Verpackung. 10 Stück. Klasse. Und diese kriegen Sie sogar kostenlos dazu. Kostenlos? Kostenlos. Sie sind verrückt. Ich bin Hans-Jürgen, Sie sind verrückt. Aber das bin ich ja. Ich sage immer, Jürgen, Hans-Jürgen, Jürgele, Jörgsche, du bist ja verrückt, bist du ja Mensch. Aber für diese Wut, dann habe ich auch diesen Kundenpreis gekriegt. Damit Sie auch mal sehen, wie super unser Lappen bei den Kunden ankommt, haben wir jetzt eine kleine Kundenumfrage für Sie gemacht. Also freuen Sie sich schon mal drauf. Und vorher noch einen kleinen Test. Cola-Flecken, wer kennt sie nicht? Ja. Gucken Sie sich diese Cola an. In diesem Fall braun angemaltes Wasser. Was nimmt man da eher bei sowas? Ich würde es kombinieren. Wieso auch nicht? Sei doch mal ein bisschen ruhig verrückt da draußen. Ne, Jürgen ist da auch. Nimm erst Geschwindigkeit und dann den Lappen drauf. Und dann sich. Es klebt auch nicht mehr. Klebt auch nicht mehr. Und jetzt zur Kundenumfrage. Viel Spaß. Hey, yo, ihr Homies. Der Lappen hat mich voll geflasht, Mann. Mein ganz bling bling ist wieder bling bling bling. Und ich bin der King of the Block in the Street, Mann. Yeah. Bling bling. Yeah. Früher konnte mich keiner leiden. Doch jetzt, dank des Lappens, bin ich endlich in der Lage, meine Brillengläser zu putzen. Und auch meine Zähne. Und somit auf mein Äußeres noch viel besser zu achten. Hey, hallo, ich bin Mickey Maus. Und der Lappen, der hat mir ganz schön geholfen. Denn der Pluto macht immer Häufchen in Disneyland. Und Geschwindigkeit ist da gefragt, bevor die verhärten. Und deswegen habe ich jetzt den Lappen und im Seilsprung bin ich hingegangen. Und dann habe ich das ganz schnell weggemacht. Und dann war es wieder sauber. Und dann habe ich das Typ beigefährt mit Donald und Mini. Willkommen zurück im Studio. Ich hoffe, diese wahllos ausgewählten Kundenmeinungen haben Sie nun endlich überzeugt, dieses tolle Modell vom Lappen zu kaufen. Und wenn schon Leute wie du und ich davon so begeistert sind, dann muss das doch echt sein Geld wert sein. Und es ist ja gar nicht teuer. Es kostet lediglich 49,99. Ist das nicht wunderbar, liebes Publikum? Ja. Ja, und bestellen Sie zwei, bezahlen Sie den doppelten Preis und bekommen trotzdem nur das eine Set. Denn es gibt nur dieses eine Set. Ist das nicht unglaublich? Das ist unglaublich. Also wählen Sie nun, entweder bestellen Sie eins oder zwei und bekommen dieses wundervolle Set. Es ist noch keins bestellt worden. Also rufen Sie schnell an. So. Ich danke mich bei Ihnen. Es waren fröhliche 2 Stunden. Fröhliche 3. Dreieinhalb. Dreieinhalb Stunden, wie die Zeit vergeht. Wie die Zeit vergeht. Tschüss, Hans-Jürgen. Tschüss, Herr Hugendube. Und ich hoffe, Sie sind zufrieden mit meiner grandiosen Erfindung.